Mahlzeit, Leute. Hier sind wir wieder bei mir auf der Obertal. Letztes Mal habe ich ja gesagt, ich habe den Schlitter fertig fahren lassen. Und John Deere hat den unterstützt, damit ich mich fertig bin. Dann habe ich geschlafen, beziehungsweise vorgespult. Und dann können wir jetzt wieder hier mit anfangen und die Felder mal gucken. Wieder neu bestücken. Andere müssen noch geflüscht werden. Lass mal den jetzt mal fahren hier. So, müssen wir dahin. Der Turkurs war schon drin. Das hatte denn noch genug Dinge drin? Ja, hat er. Halt, man sollte auch die Fruchtart noch ändern. Hier nichts. Da. Ich denke mal, ich werde hier nochmal Weizen. Nehmen wir mal Gerste. Gerste lassen wir mal fahren. So, die sollte man erst starten. So. Dann Fahrer einstellen. Aber so frisch zum Trondel springen. Hier steht ein bisschen im Weg da. Wegfahren hier. Ja. Ist auch noch genug drin. Ich denke mal, dann fahren wir, wenn der immer wieder hoch zu fällt. 36. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob das noch geflüscht werden muss. Irgendeine braucht noch Kalk, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wollte man eigentlich einen anderen Rand dran klemmen, der mehr, etwas mehr PS hat. Aber egal. Hat ein bisschen was zu tun. So, den werden wir jetzt hier aufklappen. Ja, hier war der Startpunkt irgendwo. Kurz abhängen. Wir fahren jetzt schnell tanken. Schnell die Abkürzung. So. Und einmal Diesel, genau. Hat der 86 Liter. Zurück. Ah, kommt der Schlüter schon. Er ist schon fleißig. So, gucken wir mal nach hier. Das, dann musst du sehen. Feldnummer 36. 36, genau. Da sind wir ja richtig hier. So. Warum? Machen wir mal zu und drehen wir den nochmal. So ungefähr richtig stehen. Gucken wir mal nach, wo müssen wir hier? Okay, hier muss nichts. Muss nicht gepflügt werden und kein Kalk. Ich würde sagen, hier machen wir auch nochmal. Nochmal Gerste. So. Abfahrer einstellen.
Auf, auf, Marsch, Marsch. So, dann fährt er auch. So, dann gehen wir mal gucken, was die anderen Felder sagen. Vielleicht weiß das, welche gefügt werden muss oder beziehungsweise kalken müssen. So, was sagt Feld 21? Erntereif, wunderbar, da können wir den auch losschicken hier. Letzte Ernte. Und immer reinfahren. Wo ist es drinne? Da hat er jetzt einen Häckselmodus drin. Ich glaube, der hat Raps letztes Mal nicht mehr. So, gib mal Gas hier. So, die letzte Ernte. So, was sagt das Ding hier? Das bin ich. Ich muss mal Kalk drauf tun. Wei, was war das? Okay. Hat sich beruhigt. So, das ist, das ist. Das können wir hier mal gucken. Das ist soweit in Ordnung. Dann 31. 23. Auch in Ordnung. Jetzt fällt 22. Da sind wir. Auch in Ordnung. Gut. Der fährt, jetzt gehen wir hier unten mal gucken, bei 33 und 34. Benötigt Kalk, ja, was denn jetzt? Kein Kalk, Kalk. Hat man doch gekalkt, ne? Ja, meine ich wohl. Gut vergessen. Haben wir hier. Ah, das muss geflüchtet werden. Hier war ich auch mit dem Kalksteuer drüber. Wahrscheinlich ein paar Dinger nicht. Nicht ein paar Flecken. Ohne Kalk. Der muss definitiv geflüchtet werden. Mal gerade gucken. Wen haben wir denn hier noch? Also irgendwas stimmt hier vorne nicht. Ich weiß noch nicht genau was. Bitte. Das müssen wir hier. Den hängen wir an. Gut, hat er noch genug. Das war jetzt Feld. Keine Ahnung, welches Feld war das jetzt? 34. Komm runter, Feld 34. Also irgendwas stimmt heute nicht, ich weiß noch nicht was. Schon nie gehabt. Muss ich nicht verstehen. Ich hoffe, dass das gleich nicht so schlimm aussieht.
Hoffentlich hat sich mit ein bisschen was beruhigt hat. Aber da vorne muss man hin. Von wo hat man ihn jetzt fahren lassen? Ich habe keine Ahnung. Oh nein, mein Hund. Hat man noch nicht drin. Ich glaube, dann setzen wir den jetzt hier unten an. Einmal glaube ich oben. Also, Kurs generieren. Feld Nummer 34. Drei Bahnen machen wir. Ja. So, einmal Kurs generieren. Und zurück. Kleinen Moment. Ist einmal gespeichert, lass jetzt mal fahren. Gucken, ob er seinen Job auch hier gut macht. Bisschen vorbereiten, ich denke mal. Wenn wir zwischendurch die zwei Felder werde ich mit Mais nochmal bestücken. Dann erst im Frühjahr. Läuft zumindest. Na so, der hat noch nicht viel drin. Gucken wir mal, jetzt runterschicken. Kriegt man den noch nie mal runterschicken. So, fahren wir den mal schnell runter. Motor sollte mal starten. Oh, Sprit hat er noch drin, Gott sei Dank.
So, dann haben wir den jetzt auch hier unten. Und oben kommt der ja schon runtergefahren. Wir können den jetzt mal hier parken. Sicherheitstechnisch schon mal hier unten. No. Gucken wir mal, was in der Raffinerie los ist. Leer ist klar, was haben wir denn drinne? Hat ja zwischendurch noch mal eine Ladung Raps runtergebracht. 81.000. Ja. Was haben wir hier drin? 49.000, das ist noch nicht viel. So viel habe ich ja gar nicht mit der Blue. So, was sagt die Düngerfabrik? Sind sie jetzt über Nacht gelaufen? Einer 62. Einer 30. 36. Okay. Haben wir noch was Dünger hier? Der ist leer. Ne, noch nicht ganz. Dünger ist voll. Haben wir den denn immer eingeparkt? Können wir die mal schnell leer fahren? Ich glaube, der müsste wie immer hier stehen. Da ist er doch. An der Parkplatz. Da fehlt jetzt noch was. Nur mal gucken. Irgendwas fehlt da jetzt. Hier müssen wir hoch. Gucken wir hinfahren. Ich denke mal, erstmal Silo. Das ist Lager. Wir gucken hin. Mist und Kompost brauchen wir. Mist und Kompost. Vielleicht mal gucken, ob wir noch irgendwo Mist aufgetrieben werden. Auftreiben. Kalk. Da ist er. Gucken wir, was wir da drin haben. Glaube ich gar nicht.
179.000. So, gehen wir mal schnell zur Rinderzucht, gucken, ob da was Mist drin ist. Ja, 52.000. Könnte man mal leer machen. Und tut sich das auch noch nicht. Silage und Mischfutter muss ich mal Silage und Mischfutter. Was geht denn da rein davon? Also 100.000 Futter auf 500.000. Hoppala. So, was haben wir denn bei den Hühnern? Tausend, 117.000 Eier. Zwanzigtausend nur noch Getreide. Ja, Mahlzeit. Wenn wir die mal schnell umfahren hier. 26, glaube ich, waren wir da drinnen. Noch einmal laden. Ja, 26 waren es. Zack. Hundertzweiundvierzig. Wunderbar. Jetzt gehen wir unten noch mal gucken hier. Die laufen ja alle so schön. Was sagt der Drescher? 72.000. Wo sind die jetzt? Ach, hier oben. Gehen wir den Unimog noch holen. Machen wir einmal leer. Fahren da gerade weg. Dann ist leider schon wieder die Zeit rum. Schnell. So, einmal schon rum. Ich glaube, der dreht nämlich jetzt hier unten. Ah ne, der fährt noch einmal bis oben. Das ist die erste Runde. Zweite Runde. Oh, nein, nicht ins Führerhaus. Ja, ist fein. Einmal leer. Jetzt fahren wir den noch zurück. Dann entladen. Na, langsam. Der schwimmert aber. Bin ich ja gar nicht gewohnt.
dauert so viel hinten drin. Heiliger Mist hier. Ja, aber vorher war nicht so möglich. Doch ein bisschen schwer. Kenne ich echt nicht von dem, dass der so hin und her tingelt. Echt krass. Wahnsinn. Angekommen sind wir zumindest. Hätten wir auch direkt bei den Hühnern reinschmeißen können. Naja, machen wir bei der nächsten Tour. Hier. So, das war's dann wieder für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten wieder. Ciao!